Ja, hallo Freunde. Heute machen wir Lach-Yoga. Ha, 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 ha. Moin, hier ist der Titus und ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen freien Tag. Entschuldigt den verspäteten Upload, war in diesem Fall ein wenig aufwendiger. Wir hoffen heute noch die Insane ins Main Brain vs. Max & Matthew Analyse fertig zu bekommen und sie dann auch heute Abend, nachts oder auch morgen Vormittag hochzuladen. Nun lasst uns starten. Das heutige Battle, mit dem wir uns beschäftigen, ist Cypro gegen Flow. Sicherlich eines der besten Battles in der ersten Runde. Wer Untergrund-Rap-Turniere verfolgt, kennt Flow ziemlich sicher und hat bestimmt auch schon mal in irgendeinem Zusammenhang etwas von Cypro gehört. Beide haben verhältnismäßig starke Runden gedroppt, wobei Cypro schon sehr früh eingereicht hat und da eventuell noch Zeit hätte nutzen können. Naja, jetzt ist es zu spät. Lasst uns also mit der Analyse starten. Die erste Kategorie ist Flow und Delivery. Kennt ihr ja mittlerweile die Reihenfolge. Im Verhältnis zur Turnierqualität sind beide Runden und Künstler weit oben einzuordnen, wobei man halt sagen muss, dass Flow in dieser Runde deutlich mehr geliefert hat als Cypro. Obwohl er lispelt, kommt alles ziemlich deutlich in die Fresse rüber. Schöne Betonung, guter Stimmeinsatz und halt einfach auch Glück gehabt mit der Stimme, das muss man immer sagen. Die Hook ist vom Klang her wie immer erste Sahne, dagegen sieht Cypro ein wenig alt aus, obwohl er den meisten Teilnehmern im Turnier sicherlich flowtechnisch überlegen wäre. 9,6 Punkte für Cypro und 13,6 Punkte für Flow. Die nächste Kategorie ist der Text. Fangen wir mit Cypro an. Reimketten wie Schnuffeltuch zum Battle, schmuddelige Texte, Mutter zu verstecken, zu einem Butterbrot ins Bettchen, sowas soll ich betteln, einen Boy mit Kuscheldeckchen. Klingt ja erstmal nach vielen gereimten Silben. Allerdings puncht das halt meiner Meinung nach gar nicht und wirkt eher peinlich. Irgendwie so, als wollte er mit Reimen flexen, hat aber dann nicht geklappt. Sind keine krassen Nomenreime, sondern eher Zweckreimketten ohne Swag. Die Lispelfronts punchen vielleicht ein bisschen, sind aber auch sehr naheliegend und nicht besonders kreativ oder gut ausformuliert. In der Hook finde ich die Formulierung teils auch sehr merkwürdig. Mit stimmlich geiler Art habe ich noch nie gehört. Korrigiert mich, wenn es falsch ist, aber ich glaube, das sagt man so nicht. Trotz alledem ein stabiler Part von Cypro, gerade im Vergleich zu anderen Teilnehmern. Jedoch hat er leider wenig bis keine Punchlines, das muss man halt abschließend nochmal erwähnen. Kommen wir zum Text von Flow. Hier sind schon in der ersten Zeile bzw. in den ersten Zeilen deutlich besser gesetzte Reime am Start. Sonnenschein sorgenfrei, Kobe Bryant. Die Zeile hat Gegnerbezug, einen gewissen Witz und kommt gut rüber. Auf jeden Fall ein guter Einstieg. Du denkst, das Leben ist schön, verbreitest positive Vibes, doch wenn ich mit dir fertig bin, liegst du im Koma oder weinst, du bringst Oberwacken-Scheiß und den Rotz damit zu stylen, es ist kein Style, nur weil du Texte ohne Nomenreime schreibst. Das hat mich gekillt und meiner Meinung nach trifft es auch voll ins Schwarze. Flow hat durchgehend Gegnerbezug und scheinbar auch ziemlich viel Bock, Cypro zu battlen und das, obwohl er aktuell auch noch im TNM aktiv ist, auf jeden Fall eine sehr stabile Leistung. 13,6 Punkte für Cypro und 17,6 Punkte für Flow. Die nächste Kategorie ist die Audio. Hier liefern beide sauber ab und haben eine angenehme Mische. Die Audio von Flow gefällt den ersten drei Juroren jedoch minimal besser. Somit kommen wir auf 10 Punkte für Cypro und 11,6 für Flow. Weiter zum Video. Cypros Videos sehen oft ziemlich gleich aus, wenn man auch andere Turniere, andere Runden mal gesehen hat und sind nicht sonderlich facettenreich geschnitten, auch von den Locations her nicht sonderlich kreativ, immer viel Grün dabei. Die grundsätzliche Qualität ist aber vollkommen in Ordnung. Die Effekte erscheinen mir teils unnötig oder nicht sinnvoll eingesetzt, jedoch besser als das zusammengeschnittene Werk von Flow aus Runden anderer TNM-Teilnehmer. Jedoch ist dieses Werk für das, was es im Endeffekt ist, auch nicht so schlecht geworden und natürlich wissen wir ja, dass der gute Flow aktuell auch in mehreren Projekten involviert ist. Von daher kommen wir auf 8 Punkte für Cypro und 5 Punkte für Flow. Die nächste Kategorie und letzte Kategorie ist der Gesamteindruck. Hier haben wir zwei gute Runden, von denen Flows Runde allerdings deutlich runder ist und vor allem auch deutlich besser puncht. Dafür hat Cypro das bessere Video. Macht im Endeffekt 11 Punkte für Cypro und 13,6 für Flow und somit kommen wir auf ein Endergebnis nach der ersten Wertung von 51,2, also 51 Punkten für Cypro und 61,4, also 61 Punkten für Flow. Nach dieser Wertung wäre Flow weiter, nun folgt Chaotic mit der Audioanalyse und wird dann im Endeffekt das Battle entscheiden. Viel Spaß, ich bin raus, alles Gute!
Yo Leute, hier ist Chaotic und willkommen zu dem neuesten Video auf dem Royal Punchline Battle Kanal. Heute kümmern wir uns um Battle Nummer 15, Cypro vs. Flow. Als kurze Vorwarnung wollte ich schnell ein festes Statement zu allen bisherigen, aber noch viel wichtiger, allen kommenden Analysen machen. Wenn ein Battle stattfindet, möchte ich versuchen, die Künstler auf deren Niveau zu kritisieren. Was ich damit meine, ist, dass ich mir bei besseren Rappern oder besseren Battlern erlauben möchte, auf einem höheren Niveau rumzumeckern als bei den weniger guten. Jeder braucht für sich selbst angemessenes Feedback, mit ein paar Ausnahmen, das er auch gebrauchen bzw. umsetzen kann. Also kann ich zum Beispiel von Steel K, der sich mehr im Mittelfeld befindet, keine Monster-Punchlines und mega komplexen Texte erwarten, sondern ihn erstmal auf den nächsten Schritt vorbereiten. Wohingegen ich an einem Hirschelch ganz andere Kritik äußern kann, wie zum Beispiel, dass seine Bleischluckenzeile eher sinnbildlich gezweckt ist, weil es nicht zu seinem restlichen Text passt, obwohl die Zeile im Gesamten eigentlich gut ist. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, dennoch bleiben die vergebenen Punkte in Relation zu allen anderen natürlich trotzdem fair. Ich erzähle das deshalb jetzt, weil es auch genau auf das heutige Battle zutrifft. Immerhin haben wir zwei unserer stärkeren Teilnehmer und ein Battle, das der Redewendung auf Augenhöhe von allen anderen am nächsten kommt. Vor allem Flo, der sich im Untergrund gerade so ein bisschen einen Namen macht und bei uns hier auch die musikalischste Qualifikation von allen abgeliefert hat. Also, bei stärkeren Teilnehmern meckere ich ein bisschen mehr ins Detail und bei nicht so guten Teilnehmern etwas weniger. Punkte bleiben aber trotzdem fair und die gleichen. So viel dazu, beginnen wir mit der tatsächlichen Analyse zum Battle und fangen wir mit Kategorie Nummer 1 an, dem Video. Flo enttäuscht mich hier leider sehr, denn er hat nicht mal ein neues Video gedreht, sondern lediglich alte Videos von sich selbst und anderen Künstlern, Grüße an Never, recycelt, lieblos aneinander gecuttet und eine unkonstante Zensierung über die Gesichter gelegt. Hier wurde kaum Aufwand betrieben und das finde ich sehr schade. Punkte zu verschenken aus Faulheit ist das Schlimmste, was man im Battle tun kann. Naja. Cypro hingegen hat sich Mühe gegeben, uns ein ordentliches, wenn auch etwas eintöniges Video vorzulegen. Die Locations sind halt alle grün, beziehungsweise voller eher alltäglichen Naturlocations. Cypro hat auch eine der besten Video-Performances bis dato. Manche Szenen sehen dank der Lichtverhältnisse schlechter aus als andere und am Grading hat man hier leider nichts getan. Sehr schade, durch anständiges Grading hätte man das Video nochmal deutlich atmosphärischer und einfach auch farbiger machen können, als es jetzt im Endprodukt halt der Fall ist. Wirkt alles ziemlich kontrastlos und eintönig. Die Kameraführung ist ordentlich, der Schnitt ist in Ordnung, aber die Effekte bzw. Szenenübergänge sind nicht so dolle. Sind paar richtig billig aussehende dabei, die nicht so ganz reinpassen. Nächstes Mal bitte bessere Effekte ranholen oder lieber ganz weglassen und mit mehr Detail am Schnitt arbeiten. Im Großen und Ganzen ist das Video gut, aber da kann man auch einiges besser machen. Die gute Performance wirkt sich hier positiv auf die Wertung aus. 3 Punkte für Flow und 9 Punkte für Cypro. Nächste Kategorie, Flow Rap Delivery. Cypro rappt absolut in Ordnung, trifft den Takt und bringt auch paar gute Flow-Variationen mit rein. Er hat eine angenehme Rap-Stimme und betont auch nicht schlecht. Mir fehlt hier nur etwas mehr Ausdruck bzw. Kraft in der Stimme, damit das Ganze noch mehr nach vorne geht. Ich find's gut, dass er versucht, einige Flows zu kombinieren, um die Runde abwechslungsreicher zu machen. Er macht das soweit auch ganz gut, nur stört mich, dass er öfters einige Silben doubelt, damit die Zeilen besser in das Versmaß passen. Also, wenn er hier noch mehr aus seiner Stimme rausholt und mehr auf die Silbenzahl seiner Zeilen achte, könnte da echt was Geiles rauskommen. Im Gesamten macht er das gut, aber da ist noch Luft nach oben. So, leider haben wir hier auch wieder ein kleines Dilemma. Denn alles, was Cypro schon gut macht, macht Flow nochmal ein Stück besser. Er rappt ordentlich, trifft den Takt, float geil und hat viele Variationen drin, hat eine coole Stimme, betont gut und rappt auch mit mehr Druck und Fülle. Wirklich das Einzige, was man an Flow richtig kritisieren könnte, ist das leichte Lispeln, das er hat, auch wenn es nicht so stark wie zum Beispiel das bei Skorpion ist. Dennoch sticht es beim Zuhören halt etwas heraus. Sonst hören sich die wenigen gedoubbelten Stellen auch viel besser an als die seines Gegners. Also neben dem Lispeln bzw. der dadurch etwas undeutlichen Aussprache habe ich nichts großartiges auszusetzen. Beide sind hier routiniert genug, um zu wissen, was sie tun. Sehr schade, dass wir hier zwei unserer musikalischsten Teilnehmer direkt in Runde 1 gegeneinander antreten sehen. Flo ist hier Cypro einfach ein paar Schritte voraus, aber beide sahnen dennoch gut Punkte ab. 12 Punkte für Cypro und 15 für Flo. Kommen wir zur Audio. Flos Runde kann man sich verdammt gut geben, er ist halt einfach musikalisch und sein Rap harmoniert super mit dem Beat, was für ein klasse Soundbild sorgt. Seine Audioqualität ist bis jetzt auch mit einer der besten, doch nur die Mische könnte hier nochmal besser sein. Die Doubles wurden dann nicht perfekt gemischt und die Hook hätte man mit ein bisschen Tuning bestimmt noch besser machen können. Die Hook war aber trotzdem schön anzuhören und ist meiner Meinung nach zusammen mit seiner Quali das bis jetzt musikalischste im Turnier. Das
Das Einzige, was beim Hören der Runde tatsächlich stört, ist wie gesagt sein leichtes Lispeln. Sonst ist das eine super gute Audio und das jetzt noch mit einer Hammermische drauf und ohne das Lispeln und wir haben die volle Punktzahl bei Audio. Cypros Audio ist auch gut, aber im Vergleich bleibt sie dann doch eher hinter der von Flow. Ich denke mal stark, dass es hier vor allem daran lag, dass Cypro ein vergleichsweise deutlich schlechteres Mic hat und dadurch, dass er mehrspurig aufnimmt, kommt das nochmal mehr heraus. Das hört sich jetzt wirklich extremer an, als es ist. Wie gesagt, ist auch Cypro einer der musikalischsten hier und man kann sich die Runde trotzdem gut geben. Ich würde hier nochmal bessere Reim-Doubles statt nur der mehrspurigen Aufnahme empfehlen. Ich finde es auch gut, dass Cypro sich als einer der wenigsten mal ein bisschen um Adlibs bemüht, auch wenn ein paar eher uncool kommen. Die Mische klingt mir zu dünn und unbearbeitet. Ich weiß, Cypro rappt hier davon, wie er gegen Effekte auf Vocalspuren ist, aber Bro, wir leben im Jahre 2019. Ein bisschen Effekte sind schon notwendig, damit ein Track fett klingt heutzutage. Und auch während die Hook echt gut ist, würde sie deutlich geiler kommen mit ein bisschen Tuning drauf und einem Pitch Corrector. Vielleicht solltest du dich da etwas mehr für öffnen. Flow bekommt 11 Punkte und Cypro bekommt 9 Punkte. Und so kommen wir schon zur wichtigsten Kategorie, dem Text. Erstmal ganz viel Ehre an beide für die kurzen und kompakten Runden. Ein solider 16er plus Hook in Runde 1. So muss das sein. Ihr wisst Bescheid, ich gehe kurz auf Text, Reimtechnik und Punchlines einzeln ein. Cypros Text ist gut überschaubar und deutlich strukturiert. Keine krassen um die Ecke denken Zeilen, aber soweit alles solide. Flows Text ist auch gut, aber nochmal mehr on point und direkter. Aber auch da keine Offenbarung. Reimtechnik. Flow reimt da konstant 3- bis 6-silbig und zum Großteil sind die auch voll gut. Bisschen gezweckt ist es dabei, aber es ist auch nichts mega unsauber und die Reime unterstützen den Flow. Cypros Reime sind okay, paar unsaubere Sachen sind dabei, aber es hält sich in Grenzen. Solide, aber da geht noch einiges. Punchlines. Hier schwächelt Cypro leider ziemlich. Er hat sich hauptsächlich Flows Bandana aus der Quali und das Lispeln als Angriffsfläche ausgesucht, aber die meisten Zeilen sind nicht ausdrucksstark genug, um wirklich zu punchen. Das ist alles so ein bisschen harmlos und nicht direkt on point. Ansatz geht in Ordnung, aber da hapert es ein bisschen an der Umsetzung. Die 4 Abschlusszeilen fand ich aber ganz gut. Und die zwei, die müssen checken, alle weshalb du das Teil so schätze. Gibt's bei dir am Splitten, wird das Maiko durchnackt. Also sie ist sein im Ring, ihr ist der Platz verdammt. Lispelt da ein halber Mann versteckt hinter einem Sabalatz. Bei Flow sieht das Ganze ähnlich aus, mit der Anzahl wirklich treffender Lines. Viele Zeilen sind okay, aber nicht unbedingt erwähnenswert. Den Einstieg fand ich aber sehr geil. Cypro macht auf Sommer Sonne, Sonnenschein. Doch wenn ich mit dir fertig bin, bist du nicht sorgenfrei, sondern verletzt genau wie Kobe Bryant. Und die mit dem Bewertungssystem ist auch in Ordnung. Also textlich und von den Reimen her sind beide zwar generell solide, aber an den Punchlines hapert es da schon sehr, wenn man bedenkt, dass sie in den anderen Kategorien schon gut Punkte bekommen haben. Schade. Also da beim nächsten Battle bitte mehr reinhängen. Gibt dennoch eine ordentliche Wertung von 12 Punkten für Cypro und 17 Punkten für Flow. Somit sind wir bei der letzten Kategorie, dem Gesamteindruck. Beide haben hier echt gute Runden rausgehauen, die vor allem auch musikalisch waren, auch wenn es leider an Punchlines gefehlt hat. Hierbei möchte ich nochmal Props an beide raushauen für die kurzen und kompakten Runden, die hier auch eindeutig beweisen, dass 4 plus Minuten absolut nicht notwendig sind, um von sich zu überzeugen. Qualität statt Quantität, Leute. Cypro war in dieser Paarung leider seinem Gegner in all seinen eigenen Stärken nochmal etwas unterlegen. Sehr unglückliche Situation. Aber immerhin konnte Cypro hier durch Flows Kackvideo noch etwas aufholen. Flow bekommt nochmal 14 Punkte für den Gesamteindruck und Cypro 12 Punkte. So kommen wir zu einem Gesamtergebnis von 60 zu 54 Punkten für Flow meinerseits. Mit den Punkten der anderen Juroren ergibt das eine 61 zu 53 für Flow, der somit eine Runde weiter ist. Cypro ist somit von den Punkten her unser stärkster ausgeschiedener Teilnehmer und für den Fall, dass in der Zukunft ein anderer Teilnehmer frühzeitig aussteigt oder im Battle ganz ausfällt, würde er, wenn er denn möchte, als Lucky Loser direkt in Frage kommen. So, und das war's mit der heutigen Analyse von mir. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hier hatten wir auch endlich mal ein etwas spannenderes Battle, das auf Augenhöhe stattgefunden hat. Das morgige Battle Titan vs. John Baltimore fällt natürlich aus, weil keiner von beiden eingereicht hat. Das heißt, morgen seht ihr Max and Matthew vs. Insane in the Membrane. Nicht, dass ihr euch wundert, warum das Battle fehlt. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Chaotic ist raus und Peace.